Dumme Viecher. So. Her mit den XP. Die 30 Level kriege ich locker wieder zusammen, bevor meine Maschine da drüben fertig ist. Meine Maschine vor allen Dingen. Meine. Ne, ihr wisst schon. Ach, lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehen, Leute. So. Na, was ist, hä? Aua. Da trifft er mich auch noch. Ich glaub's nicht. Ah, ich habe wahrscheinlich. Ah, ich habe wahrscheinlich Hunger gehabt wieder. Ich hab gerade gesehen, wie mein Hungerbalken runter ist, deswegen. Deswegen hat er mich wahrscheinlich platt gemacht. Gibst du mir wenigstens eine Perle? Ach, war das der? Hinterperle. Ja, das war der. Sehr schön. Haben noch zwei Schläge gefehlt, hätte ich gewonnen. Schade. Naja. So, ich setze gleich wieder eine Fackel hin, keine Angst. Da. So. Jetzt müsste ich irgendwo noch helles Holz haben. Genau, da habe ich noch helles Holz. Reicht nicht, oder? Habe ich hier das Dunkle benutzt? Nee, okay. Das sieht zwar jetzt willkürlich aus. Ich habe jetzt einfach willkürlich mal irgendeine abstruse Form genommen. Das ist schon Absicht, dass ich so abstrus gewählt habe, die Form. Ja, wer kommt nicht zu mir durch? Ja, du kommst nicht zu mir durch. Ah, hat's mich doch getroffen. Na egal. Oh yeah, voll der entspannte Jazz. La 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 la. So. Dann baue ich mich über mal 3 hoch, damit ich erstmal hier so eine gewisse Defense vor die Monster habe. Monsters. Passt das, wenn ich hier so ein Dreiergebäude baue? Auf irgendwas wird schon gut sein. Dann baue ich hier nochmal. Ich baue erstmal das Gebäude. Dann am Ende wird es schon irgendwie gut aussehen. Hoffe ich. Das ist ein bisschen doof hier. Hätte man anders machen können. So, Mensch. Oh, da liegt noch Pfeile. Sehr schön. Die kann ich im Moment gut brauchen. Aua. Es tut doch weh. Erde? Ich sag die Erde. Wo ist die Erde hin? Aua, wow, 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 wow. Alter, Leute. Ach, ich wollte die Erde haben. Bam! Holla la la la, holla die Waldfee, würde man dazu sagen. Sollte man dazu sagen, tut man dazu sagen. Normales Holz habe ich nicht mehr, gell? Oh Mann. Erde. Inventory Tricks ist voll praktisch, ey, ohne Mist. Es wird einfach so alles nachlegen, cool. Warum habe ich das nicht früher schon benutzt? Ich habe mir früher immer gedacht, ach komm, die Mühe brauchst du nicht machen, aber es lohnt sich voll. Ob es das bringt, wenn ich schlafe? Sind die Monster weit genug weg? Ich hoffe es mal. Ja, ja, Nevergest wurde abgeschossen, ich weiß schon. Oh. Oh, schön, wieder Tag. Endlich. Ich glaube, ich muss einfach ein paar Bäume auf Fallfällen gehen.
Wir stellen die Welt dann wieder auf, keine Angst. Ich brauche aber erstmal ein bisschen Holz und habe gerade im Moment nicht unbedingt die Zeit, extra die Bäume wieder aufzustellen. Unsere Rüstung sieht aber noch ganz annehmbar aus. Wow. Ja klar, kommt. Nun kommt nur alles aus dem Versteck raus, ist schon klar. Entschuldigung, Schaf, ich brauche wieder meine 30 Level. Ach du Spinni, tut mir leid. Auf die Wolle kann ich eigentlich verzichten. Bitte auf die Fäden, oh, komm, ich gehe mal. Ich habe eine Idee. Nein, das wollte ich nicht, scheiße. Ach, verdammt. So, dann gehen wir mal hier rein und legen erstmal ganz kurz Stein ab, Kakao ab. Wie kann ich das auch alles wieder machen? Das nicht aufheben. Ich möchte das alles haben hier. So. Und ein paar Bäume fällen. La, la. Das werden wir auch noch mal brauchen, weil wir werden ja auch noch den Boden zimmern müssen. Gut, dass ich vorhin noch mal extra in dem Bett geschlafen habe, sonst hätte ich jetzt wieder zurückfliegen müssen. Ich habe schon gedacht, oh nee, jetzt muss ich zurückfliegen. Aber war dann doch nicht so. Dass die Äxte sich immer auflösen, aber noch nicht ganz aufgelöst sind, seit neuestem verstehe ich auch nicht. Und das finde ich extrem nervig. Jetzt sind sie ganz aufgelöst. Sie müssen wirklich patschen. Und vorher lösen sie sich einmal auf und verschwinden ins Inventar zurück. Ah nee, das ist eine Einstellungssache von mir gewesen. Stimmt. Das habe ich ja so eingestellt, damit die Äxte nicht kaputt gehen, sondern sich immer, ich glaube, 5 Punkte, bevor sie kaputt gehen, nochmal reppen. Stimmt, das ist eine Einstellungssache von mir. Ah. Die Einstellung ist, dass es zählt. So. Warum macht er was? Dann kleiste ich erstmal den ganzen Boden hier aus. Dann kann ich, mein Lager wollte ich eigentlich unterirdisch bauen. Obwohl, ich kann den Baustein ja unterirdisch bauen. Oder ich baue den Baustein lieber oben. Ich bin nicht so gerne unten in der Erde. Was brauche ich da unten denn noch? Ich habe da unten meine... ich habe da unten das, ich habe da unten das Portal, ich habe da unten... Was brauche ich da unten noch hin? Oh. Nee, nicht so. Weiß ich nicht, was ich da unten noch hinbauen soll. Überlegen, was können wir dort noch hinbauen? Keine Kiste mehr? Ach, da oben. Macht sich das sicher voll gut, weil wenn ich hier das Ding habe. Da habe ich Eis. Eis habe ich gar nicht mitgenommen, ne? Okay. Ich überlege gerade, das macht sich dort gut. Was können wir dort gut hinbauen? Ach klar, so eine Pyramide, wo man Zauberkräfte bekommt, wo man stärker geschützt ist. Das ist natürlich auch eine Idee. Damit könnte man natürlich da unten, das würde nicht so auffallen, da würde so ein Strahlenlimit gehen, aber mehr würde da auch nicht sehen. Das ist natürlich die gute Idee. So, alles durchgehen hier einmal. Mal. So, hier einmal, da einmal, hier einmal. Da, da, da. Was war schon? Nee, 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 nicht so. Schade, das ist kein Glitter-Effekt bei dem Texture-Pack. Beim Hannibal hast du ja den Glitter-Effekt. Oh, schade. Na egal. Kann ja nicht alles sein. Immerhin ist es nur ein 16-6-Punkt-Pack, ne? Und Hannibal ist ja sowieso eins der besten. Mit da kann ich jeden, der kann das recht kein 16-6-Punkt-Pack mithalten. Obwohl ich sagen muss, dass das mir sehr gut gefällt.
So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, was mache ich denn? Zu übereilig. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen, weil ich habe keinen Bock, dass wieder die Monster kommen. Und ich wieder hier draußen hocke. So. Sehr schön. Na dann kann ich ja, Moment. Mit dem Holz. Demo-Holz. Oh, bitte, ey. Die Witze werden immer schlimmer, ey. So. Ich habe letztes Mal das erste Mal von der Honeyboy einen Livestream gesehen, ne? Das war ja auch ganz interessant. Ich bin allgemein nicht so oft bei Livestreams dabei und das fand ich doch ganz interessant, wie der gemacht war. Demnach wollte ich mich auch bei so einem Livestream-Portal anmelden. Das auch mal mit euch machen, aber ging nicht so wirklich. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. So, das ist ein Neuland für mich. Ich bin ja gar nicht so ein großer Let's Player. Yep. Aber mir geht es. Ja. Ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz auf die Community. Wirklich sehr stolz. Großes Lob an alle, die in der Community mit dabei sind, für die zahlreichen Kommentare, die ihr schreibt. Hat sich in den letzten zwei, drei Wochen hat sich das echt extrem verstärkt mit den Kommentaren. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass endlich eine kleine Community entsteht mit ein paar Kommentaren drunter, mit dem man sich auch unterhalten kann fröhlich. Ich bin auch immer ganz nett zu euch. Und ja, es macht echt Spaß. Also ich hab's mir so vorgestellt und es macht auch echt Spaß. Die Kommentare sind nett. Manchmal hast du so ein paar Leute dabei, wo du denkst, na gut, löscht das Kommentar, lässt ihn erstmal noch. Bann musste ich bis jetzt noch keinen, also in letzter Zeit zumindest nicht. Also sind echt nur nette Menschen in der Community. Viele, die ich vom Minecraft-Server kenne, vor allen Dingen, die gucken aber auch nur die Minecraft-Let's Plays halt. Bin sehr begeistert, muss man schon sagen. So. Let's Play ist jetzt nicht so nur von mir das Projekt. Für ein ordentliches Let's Play braucht man halt auch Community. Und die ist natürlich, die muss man natürlich auch erstmal erreichen. Und es ist, ich bin sehr stolz drauf, dass ich das wirklich langsam schaffe. Mittlerweile sind auch mal ein paar Let's Play Vorschläge eingegangen und so. Werde ich mich versuchen natürlich dran zu halten und so. Und so und so und so. Und so und so und so. Man hört sich wieder und so. Da kommt man hier rein, hat man hier so einen kleinen Innenhof. Ist auch ganz nice. Hat man hier eine Tür? So. Moment. Und die geht dann auch hier durch, damit ich hier auch mit zu meinem Feld komme. Boah, steht gleich mal hier ein. Ah, ich sag nichts. Okay. Für alle, da ist eins der neuen Musiktitel. Ich verrate nicht, was es ist. Ihr müsst selbst rausfinden, was es ist. Nein, es ist Stronghold. Wer weiß es? Welcher Teil? Welcher Teil? Richtig, genau, 3. Du hast gut geraten. Genau, du hast gerade perfekt geraten. Das ist eine sehr gute Antwort gewesen. Genau von dir. Ja. Ich versuche jetzt gerade auch im Moment, ich mache immer ein bisschen Together-Action, dass hier ein paar Leute reinkommen bei Minecraft und so. Das habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Die Leute haben einfach so wenig Zeit in letzter Zeit. Das ist, boah, das ist schlimm. Da meint man, ich habe wenig Zeit, weil ich einen Job und einen Nebenjob habe. Ich mache ja Let's Play als Nebenjob. Das ist ja beruflich richtig angemeldet als Nebenjob, mein Let's Play. Natürlich ist es dort weiterhin mein Hobby, ne? Also nicht, dass jemand denkt, das ist ein Job, du musst. Nein, muss ich nicht. Nee, aber, und da habe ich mehr oder weniger zwei Jobs in mir, die alle hier unter Schule, die haben alle keine Zeit, Leute. Was geht schief bei euch? Ich meine, Schule ist wichtig, klar, ihr sollt auch lernen, aber warum haben die, warum so wenig Zeit ist? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oder ich will das nicht verstehen, das ist natürlich auch eine Einstellung. Ich brauche ganz schnell mal ein bisschen. Ups. Eine Tür, sehr schön. Denn es wird gerade wieder Nacht, sehe ich, und ich möchte ungern Leute in mein Haus rassen. Die ich da nicht eingeladen habe, höchstpersönlich.
wie zum Beispiel Agathe Bauer. Agathe Bauer! So. Dann haben wir auf jeden Fall die Außenwand des Innenhofes fertig. Und dann können wir in aller Seelenruhe den Innenhof vollziehen, weil hier nichts mehr reinkommt. Sobald ich drüben zugemacht habe. Noch sind wir da von hinten ein bisschen ungeschützt gerade. Aber noch spawnt ja nichts, es ist ja noch zu hell zum Spawnen gerade. Jetzt sollte langsam was spawnen. Aber so schnell wird ja hinter mir bestimmt nichts spawnen. Kaboom! Kam Creeper an. So, Moment. So, machen wir das da. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da habe ich einen vergessen. Und dann machen wir das so hier.